Freunde, wir gehen rein in das neue Video von den Naturensöhnen, das Stelzenhaus, Freunde. Es geht weiter, Part 2, es werde Dach, let's go. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann bleibt dabei. Taschen, Leute, Taschen, wir sind heute wieder beim Stelzenhaus unterwegs und heute geht's weiter, wir wollen das Dach decken. Ganz genau, das ist eine pure Materialschlacht. Wir haben jetzt wirklich anderthalb Tage fucking nur Stämme rangekarrt, die wir jetzt zersägen werden. Da es stehen ist, sie. Es ist völlig krank, ja? Ja, ich würde aber sagen, bevor es losgeht, zeigen wir nochmal den Ist-Stand. Es hat sich ja neben der Sache, die beim letzten Video passiert ist, auch nochmal anderweitig was getan. Das habt ihr, glaube ich, vor einer Woche gesehen. Und zwar die Grubenhausübernachtung. In der Grubenhausübernachtung haben wir ja die Wände hier, die hier waren, weggemacht, weggezimmert und nach da verschoben. Haben wir gesehen, ihr habt. Zweitens, der wichtige Ansatz ist, dass jetzt hier einfach viel mehr Platz ist und hier einfach ja, der Turm, das Stelzenhaus einfach frei stehen. Jetzt weiß ich, was für Kabel das hier sind. Haben wir ja gerade umgesehen. Das ist diese LTE-Antenne oder sowas. Und dadurch wird die Hängebrücke oder die Brücke oder egal was wir hinzimmern, viel besser aussehen, ja? Das war ein Fakt, der ganz wichtig war, den wir jetzt schon gemacht haben. Aktueller Ist-Stand vom Stelzenhaus. Wir haben jetzt quasi das Dachgestell, die Dachkonstruktion, das lieben die Leute ja, wenn wir das sagen, soweit fertig. Und jetzt muss quasi ganz, ganz, ganz viel Holz da oben drauf geballert werden. Und wie viel Holz das ist, wird euch Andi jetzt zeigen. Dieser Haufen hier, der ist es. Ah, okay, die machen das also nicht wie beim Grubenhaus mit so schwarzen Brettern, falls sie überhaupt so heißen, ich weiß gar nicht. Sondern sie machen es wahrscheinlich vom Stil her wieder ein bisschen oldschooliger, so wie sie es auch bei den Feuerholzlagen gemacht haben und bei ihrem Hochbett oder was das ist. Krank aus, ja. Stell dich bitte nochmal davor. Es sind 3 Meter hohe Stämme ungefähr. 100 Stück. Ach, die wollen jetzt zersägt werden. Und da 100 Bäume haben die getötet für ihr Dach. Diese Schelme. Spaß, Freunde. Beruhigt euch. Greifen wir jetzt an. Oh, oh, oh. 100 Stämme sägen. Aber doch nicht mit dieser riesen Säge bei dem kleinen Durchmesser. Sehr gut. Andi, machst du mal den hier? Nein. Oh, diese Säge. Die Säge ist halt viel zu drüber. Für diese dünnen Stämme, lol. Wie lange brauchen wir? 100 Stämme zersägen? Mit? Ja? Lang. Was schätzt du? Ich schätze mal mit hin und her legen und abmessen. Ja? Brauchen wir pro Stamm 1 Minute? Ich wollte gerade sagen, wenn du 1 Minute nimmst, bist du bei 1,5 Stunden durch. Wenn wir schnell sind. Boah, allein das sind ja schon. Allein das ist schon. Also, ich sag mal, wir brauchen wirklich 2 Stunden. 2 Stunden? Naja, rechne mal pro Stamm also 1 Minute. Und das ist noch sportlich geschätzt. Nein, dann sterben wir. Okay, 1,5 Stunden. Oh, das triggert mich. Die Säge macht so keinen Sinn bei diesen dünnen Stämmen. Wenn du so eine Säge hast, reicht doch easy. Das ist ja also, Leute. So, wir nehmen jetzt immer die dickeren Seiten, haben wir gesagt, ne? Da müssen wir die auch drauf weg. Achten. Ja, ja. Ach, die müssen weg. Okay. Die Dinger müssen wir danach noch entasten, Alter. Hä? Ja, das zählt jetzt nicht in die Zeit mit rein. So. Okay. Ach komm, 1 Minute, hör auf. Ja, mit hinbringen, wegbringen. So. Wir müssen ein bisschen zusammenreißen hier. Klar, klar, Andi. Nummer 2. Stellt euch vor, jetzt würde einfach so ein Video kommen, ungeschnitten. Wirklich einfach alle 100 Stämme. Das geht richtig. Das ist doch auch voll unhandlich. Mit der Zubat-Säge, die sie hätten, wäre das auch viel besser gegangen. Diese Säge ist doch dafür da, um da hier so eine richtigen kranken Stämme zu sägen. Das ist gut, Gerrit. Ja. Der liegt halt sehr weit rechts, der Stamm. Joa, ich glaube, das dauert ein bisschen noch, ne? Boah, stellt euch mal vor, vermessen. 100 Stämme, einfach das falsche Maß. Einfach 10 cm beim Ausmessen falsch. Alles für den Arsch.
Warum legen die nicht gleich mehrere übereinander? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Gut. Five-Head. Ja, gut, ne? Ja. Wäre eine Möglichkeit gewesen, sag ich mal.50%, aka 50 Stämme. Die magische Hälfte. Ja. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen, Alter. Alter, sind Seit heute fertig. Morgen am Knüppeln. Waren für euch jetzt hier, keine Ahnung was, paar Zeitrafferaufnahmen. Für uns war das jetzt schon mal eine Stunde. Ui, 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 ui. Und es wird noch eine Stunde dazukommen. Aber Ja. egal. Essen. Ich Ja. mal jetzt. Wir machen erstmal Essen. Ist ja nicht nur gesägt, ist auch entastet gleich, ne? Also schon schön vorbereitet. Aber jetzt gibt's Happa, Happa! Weil wir jetzt Hunger haben, aber nicht viel Zeit, weil wir keinen Bock haben, jetzt groß zu kochen, gibt es jetzt das Essen des Jahrhunderts. Lass mich ausreden, Gerrit. Linseneintopf. Back to the roots, Alter! Dosenfutter! Richtig geil, ey. Ich hab da so Bock drauf. Also ich meine, wir haben ja auch feuerfeste Handschuhe, Anni, ne? Aber du musst nicht. Ich glaube, das ist nicht so gesund, oder? Ich weiß gar nicht. Außerdem, genau, das ist eigentlich mein anderes Problem. Das brennt doch an da unten, oder? Es ist doch. Ja, bla, Beschichtung, das wird uns schon jetzt nicht einmal hier, ne? Das kann man jetzt einmal in seinem Leben, kann man das auch in der Dose warm Ja, machen. stimmt, das geht schon. Ist ja nur eine Einmal Blechdose darf innen drin, man. oder was? Was soll da sein? Ja, wird's ja sein. Ja, ist doch so. Klar. Muss berührt werden. Oh nee, und dann brennt das da an und dann ploppert Das es da schmeckt, raus. Freunde. Das schmeckt. Wie die Dose jetzt einfach blanko ist, ey. Ja, wir sind jetzt satt, ne? Und wir knüppeln das da jetzt fertig. Die anderen 50% wollen auch noch gemacht werden. Genau, das wird jetzt bis zur Dunkelheit dauern und deshalb geht's für euch morgen weiter. Juhu! Nächster Tag, Freunde, und die Sonne küsst uns wach. Wie geil ist das denn? Hä, aber ich dachte, jetzt kriegen wir noch mal Zeitraffer, wie das geschnitten Bisschen wird. neblig. Wunderschönes Wetter. Wir haben hier nicht einen Haufen, wir haben nicht zwei Haufen, wir haben nämlich drei Haufen Stämme zum Dachdecken. Und da geht's jetzt auch direkt los. Materialschlacht, So, Alter. Schritt Nummer eins. Die Stämme da unten müssen hier hoch. Also Gerrit, let's go. Eins, zwei, drei. Andi, ich weiß ja, wer heute wieder mehr Schritte hat. Entastet ist das nicht so gut? Was sagst du? Ja, der eine war nicht entastet gerade. Aber kein Hate, Mann. No front, Alter. No front. Das merke ich mir, Freunde. Das merke ich mir. Hast du gesehen, Andi? Ich habe ihn balanciert. Bonk. Auch jetzt habe ich hier mal wieder eine Zwischenfrage. Was würde denn passieren, wenn Gerrit statt einem Stamm, der wahrscheinlich so 5 Kilo wiegt, zwei Stämme gleichzeitig nimmt? Hier? Wow. Und dann mir voll ins Gesicht, Alter. Hä? Aber ein Pappen, würde ich sagen. Warum nimmt der denn nur einen Stamm? Jetzt stellt euch mal vor, er würde statt einem nicht zwei, sondern vier Stämme nehmen. Sagen. Der Mit so blutende einer schönen Andy. blutigen, zerstörten Nase? Sehe ich. Na klar. Boah, das triggert mich hart. Warum nimmt der denn nur einen Stamm? Hä? So, Freunde, ja, wir haben eine Leiter dabei, weil, ja. Weil Ja, gefährlich. brauchst du doch. Das, ja, muss halt sein. Ja, Wir haben klar. jetzt hier auch nochmal Latten vernagelt, also Balken, keine Latten. Geländer. Einfach damit wir uns halt relativ gefahrfrei bewegen können. Weil das ist hier eine Höhe, wenn man jetzt runterfällt, Ja, ist dann kritisch. seht ihr die nächsten paar Monate erstmal keine Videos von uns. Ja? Ja, und die Dinger, die äußeren Balken hier, die haben wir auch schon mal festgemacht, weil das. Bin ich ganz ehrlich, Leute, das hätte man nicht zeigen dürfen. Das war ein bisschen riskant, wie man da die Leiter hinstellt. Ja, das war höchst Das gefährlich und möchte deshalb. unsere Unfallversicherung ja nicht sehen. Ja, also nicht nachmachen sowas bei der Höhe oder nur gesichert und Aber weiß ich wenn was nicht. dieses Dach ist so brutal groß, was wir dann an trockenem Bereich haben. Ja, das ist schon krank. Wir haben. Oh. Ich bin mal gespannt, wie die das dann decken. Also dafür müssen die ja dann oben drauf aufs Dach. Wie kommen die denn da hin? Da brauchen die ja eine Ultraleiter. Wir reden jetzt schon wieder drüber, einen Balkon anzubauen, Oh, ne? wird das geil. Balkon.
Oh, oh. Was denn? War nur Spaß, was ich gerade gemacht habe. Was ich auch sehr witzig finde, man beachte das hier, das ist mein Gürtel, den habe ich festgemacht. Das war quasi unsere Methode, ja. Falls Andi kippen sollte, reiße ich einfach da dran, um ihn ja. wenigstens hier auf die Plattform zu ziehen. Ja. Damit er nicht... Safety first finde ich geil. Ganz Weg nach unten bauen fällt. Am Limit, Leute. Also ich denke mal, die machen ja dann da oben drüber wahrscheinlich wieder eine Plane drauf. Und dann Moos, oder? Oder Laub erstmal oder sowas. Oder Erde und dann Moos. So haben sie es, glaube ich, immer gemacht. Aber da müssen die erstmal dann da oben raufkommen, ey. Leco mio, Alter. Alter. Oh, ist das Feeling geil. Es dauert auch gar nicht so lange, sage ich mal. Ich meine, ein Viertel haben wir jetzt schon vom ganzen Dach. Bombe. Richtig, richtig doll geil. Wir zeigen euch mal, wie das von oben aussieht. So sieht das Ding von oben aus. Schön glattes Dach. Das wird gut, Leute. Ja? Geil, geil, geil. Und der Gerrit, wo ist der Gerrit? Wie klein du aussiehst von hier oben, Alter. Ey, ist das krank. Bombe, ey. Wie das von hier jetzt aussieht, ne, Digga? Das ist gestört. Oh, das wird richtig doll gut, das, ey. Wenn die das am Anfang noch die Seiten alle zumachen und so weiter. Ja. Kurzen Schluck trinken. Genau, die Gesamthöhe wäre interessant, ne? Okay. Das ist völlig krank. Was schätzt die Gesamthöhe? Bis quasi am Mittel. Guck mal, das ist doch 4 Meter? 4,5 Meter? Guck mal, hier können die stehen. Das ist vielleicht 2 Meter. 4,5 schätze ich. Freunde, und es geht schon wieder los. Die nächsten 20 Stämme hoch. Na komm, mach mal direkt 30, dann sind wir fertig mit der Nummer. Na klar. Nee, mach direkt. Aber immer nur ein Stamm. Ja, Bock. Immer nur ein Stamm, ganz entspannt. Ich krieg halt immer die Motivationsschübe, wenn ich sehe, wie es aussieht. Und wie sieht's aus? Geil. Ja, ist schon fast hinten runtergerutscht. Fettes Ding, Alter. Schön doppelt Arbeit machen. Voll gut. Das ist gefährlich, wenn... Ja, das wird wirklich nicht passieren. Ist das die nächste teure Kamera, die wir vor die Hunde jagen? Nein. Ja, viele haben ja gefragt, jetzt verstecken wir es mal in dem Video. Die andere Kamera ist übrigens hin. Lol. Ein halbes Jahr später oder so? Mittlerweile müssen wir das doch alle wissen, oder? Ja. Ach so, die in den Fluss gefallen ist, ne? Die Kamera? Ich kann wieder fragen, was ist denn jetzt mit der Kamera? Gut, wir haben nie ein einzelnes Video zugemacht. Ja, ist richtig. Wo man nach Google kann. Oh! Hey! Das war's was gewesen. Oh! Hör mal auf, ey. Andi ist da oben noch fleißig am werkeln. Die Alter. Erste Hälfte haben wir. Es geht auf die zweite zu. Bald haben wir die geschafft, Leute. Bald haben wir die geschafft. Ist schon ein geiles Projekt, das Ding, ne? Ist stark. Ist wirklich stark. Es ist vollbracht. Geld gut investiert. CL500 ab jetzt wird radiert. Das Dach, Freunde, ist fertig. Ihr seht gerade nicht viel, aber ihr seht's. Alter Schwede. Jetzt geht's ja hier richtig rund. Was macht der Typ da eigentlich gerade? Ja, hier diese komische Leiter runterkraxeln, die jemand ganz toll hingestellt hat. Wie geil ist das? Geil. Ey, du film das mal von unten. Das ist ja, ja mach ich. Krank. Erstmal lege ich die Leiter weg, damit Andi nicht mehr runterkommt. Ich habe immer Schiss, dass man das auf der Kamera gar nicht brutal sieht, wie groß es ist. Wie war denn die Grundfläche? Aber was ist denn die Grundfläche hier? Das sind keine 3x3 Meter, oder? Das sind 2,5x2,5, würde ich sagen, maximal. Wenn ich jetzt Andi hier nehme, Bub, und den hier rüberkippen würde. 2,5x2,5, schätze ich. Ich geh mal ein bisschen weg. Hinter dir ist ein Baum, pass auf. Oh Gott. Also das ist ja echt... Die Frage ist, der Winkel vom Dach, ob der halt reicht, dass das ordentlich abfließt. Na gut, wenn du halt eine Plane hast, wahrscheinlich schon, ne? Aber sonst ist der wahrscheinlich nicht, könnte ein bisschen steiler sein. Schon krank. Kann man einfach so sagen. Es ist geil krank. Das ist schon echt. Wo die das ganze Holz her haben? Naja, ich gehe mal stark davon aus, dass das halt eingekauft ist. Und also geliefert. Weil, also, ich meine, ihr braucht euch ja nur mal hier kurz umgucken. Hier steht Robinie, hier steht Eiche. Ich sehe hier nicht eine Kiefer stehen.
Und das war ja auch Frischholz, glaube ich, oben, sah jedenfalls aus. Also, denke ich mal, geliefert. Habe ich ja bei mir beim Grubenhaus auch so gemacht. Groß. Aber es ist jetzt auch einfach, es ist einfach sicher. Guck mal, da wackelt nicht. Also das Dach wackelt noch ein bisschen, weil hier noch Dreiecke rein müssen. Aber man wackel mal bitte nochmal am Dach. Heilige! Ja. Ja, aber geht eigentlich. Es geht eigentlich, aber da ist auch noch gar kein Dreieck drin. Ne? Guck mal, ja. Das wackelt schon stark. Aber ja? Wenn jetzt hier erstmal Dreiecke reinkommen, easy. Noch Wände, einen Balkon wollten wir noch bauen, haben wir jetzt beschlossen. Balkon, Alter. Ja. Ey, aber nur so einen einzelnen, Andi. Was? Nicht so auf die volle Breite, sondern nur so einen Stehbalkon. Für die Raucher, damit sie rausgehen können. Können zum Rauchen. Das ist dumm. Jetzt wie immer eine Frage an euch. Womit soll es denn beim nächsten Mal weitergehen? So, wollt ihr sehen, wie wir uns hier mit der Hängebrücke abquälen? Oder sollen wir erstmal auf entspannt ein paar Wände ziehen, ein bisschen Innenausbau machen? Schreibt's in die Kommentare. Wände oder Hängebrücke, Wände oder Hängebrücke. Boah, ist egal, aber auf jeden Fall Stelzenhaus weiter, oder? Ich will das Projekt vorangehen sehen. Wir sind auf jeden Fall ein riesiges Stück am Stelzenhaus weitergekommen. Richtig, Dach ist drauf. Nächstes Mal müssen wir uns um die Abdichtung kümmern oder in irgendeinem zukünftigen Video mal gucken, wie ihr entscheidet. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Ciao. Nice! Gerrit und Andi, die Waldhandwerker. Daumen nach oben, Freunde. Ihr kennt es, vorbeischauen, auch mal ein Abo dalassen. Was ist hier los? Mal ein bisschen Schwung hier auf die Rakete bringen. Geil. Nice, nice, nice. Ja. Ja, finde ich gut.